zeige ich dir, wie man sein Kind in dieser Schoßposition ein wenig zur Ruhe kommen lässt. Die Hand auf den Bauch, ganz entspannt, dass es sich einfach mal schön mittig spürt. Ich kann auch die Hand auf den Kopf geben, zeigen, da sind deine Enden. Auch die Füße mal einfach kräftig halten. Super. Auch mal die Füße zueinander, das sind deine Füße, die spürst du. Ja, dasselbe mit den Händen. Ich greife die Hände, ein Kind möchte einen starken Druck auch mal spüren, sich selbst spüren dürfen. Das lernt es jetzt über deine Handgriffe, über dein Handling. Hand-Hand, Koordination ein wenig zeigen. Das sind meine Hände. Ist mein Mund, ganz wichtig. Ganz viel läuft über den Mund ab. Genau, auch mal ruhig wirklich so ein bisschen auch bearbeiten lassen. Er sucht jetzt, super. Gut, und das ist mein Köpfchen. Genau, mein Köpfchen zeige ich dir jetzt. Diese ganze Erarbeitung der Wahrnehmung in dieser Position, gerade in der Rückenlage, möglichst lange, ausgiebig dem Kind zeigen. Genau, und wenn wir schon mal in der Position sind, können wir schön das Becken auch noch ein bisschen aufrollen, die gewünschte Beugeposition dem Kind zeigen. Genau, geh richtig schön ran an das Becken und versuche es aufzurollen. Ja, das ist erstmal ein bisschen ungewohnt. Das sollte auf dem Wickeltisch wirklich als tägliche Übung mehrmals gemacht werden. Und schaut, dass immer das Köpfchen schön mittig dabei ist. Genau, dass er wirklich die Mitte finden kann. Ganz wichtig, bevor es zum Drehen geht, muss er die Mitte lernen. Ja? Okay. Prima macht ihr das. Super. Sehr gut. Ja. Gut, und dann als Belohnung auch wieder mal den Nuki rein. Der Nuki ist gar nicht schlecht, der Nuki ist gut, damit das Kind wirklich schön die Mundmotorik erarbeitet, kräftig auch dran rumkaut. Und wenn der Nuki drin ist, streckt sich automatisch auch die Halswirbelsäule in eine schöne aufrechte Position. Prima, ne? Kinder mögen es schön in diesem Beugetonus. Super. Ja.